Willkommen zurück zu City Skylines Sitzung City. Guck mal den Typen hier an. Es scheint mir ein Police Officer zu sein. Jawohl. Einer von der Polizei. Und wir finden uns wieder in Spring City. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich vielleicht noch ein bisschen was an der Nachbarschaft ändern werde. Mittlerweile sieht die so aus. Moment. So. Und was Straßen angeht, bin ich glaube ich recht fertig. Ich werde das Ganze jetzt nur noch ein bisschen aufgrünen. Aber es wird alles nichts da jetzt daran hindern. In diesem Bereich hier unser erstes kleines Shopping Center zu bauen. Ich habe dafür eine ganze Menge aus ganze Menge geholt, was den Tag UK hatte. Ich habe einfach im Workshop mal nach UK gesucht. Und dabei bin ich letztendlich auf diese wunderbar große Auswahl hier gekommen. Space Needle allerdings, den wollen wir nicht. Und wie es halt im Workshop so ist, ist man einmal drin, kommt man nicht mehr raus. Ich habe noch unzählig weiteren Stuff vor. Ich habe gar nicht genug Geld, das alles zu platzieren, weil es alles 20.000 kostet. Ist aber egal. Wir müssen jetzt auch nicht alles platzieren und zudem das Spiel läuft ja weiter, von daher werden wir noch ein kleines bisschen Geld zwischenzeitlich farmen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an. Mit Tescos. Den ich zweimal habe. Warum habe ich zwei Tescos? Einen mit dem grünen und einen mit dem blauen Dach. Egal. Und ist doch gar nicht mal so schlecht aus. Öffnungszeiten. Ja, Parkplätze habe ich auch eine ganze Menge. Wirklich eine ganze Menge. Wobei ich finde, eigentlich könnten wir den mal da hinstellen. Kommt sie auch hiermit nicht in die Quere. Dann werden wir doch gleich. Wie groß sind denn die? 1. Von hier? 12. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nur 12 runter. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, könnten wir auf der Rückseite doch, ich würde mal sagen, gleich das andere Tesco bauen. So, wo liegt der Unterschied? Die Pappe sind ein bisschen anders. Das Dach ist anders. Dass jetzt Nacht wird, ist natürlich nicht so günstig. Wird uns aber auch nicht davon abhalten. Ich habe, wenn man hier sieht, einmal durchscrollen, hier eine ganze Menge an Parkplätzen. Wirklich eine ganze Menge. Und die werden wir alle irgendwie platzieren. Vor allem, ich habe auch sowas aufgegriffen. Sieht mir jetzt schlecht, da es nicht erleuchtet ist. Ja, Public Restroom nennt sich das. Angeblich soll der Parkplatz sein, ich sehe hier keinen. Von daher nehmen wir den doch nochmal wieder runter. Muss ich nochmal im Workshop gucken, vielleicht habe ich da wirklich irgendwas vergessen aufzugreifen. Sowas hier haben wir auch. Das ist auch ein, ist ein Park sogar. Allerdings hat es auch hier wieder keine Toilette. Was haben wir denn noch? Haben wir denn noch hier mal einen Parking Lot? So ein 4x4 Parking Lot. Ganz einfach. Was haben wir hier? Welche? Die haben sogar hier verschiedene Statuen. Verschiedene Werbungen. Dinger hier, ne? Ihr wisst, was ich meine. Definitiv cool. Ich habe eine ganze Menge Parkhäuser. Was haben wir hier noch für einen? Einen sehr langgezogenen. Carpark. Warum habe ich Park F? Muss ich nochmal gucken. Anscheinend habe ich da irgendwas aufgegriffen, wovon ich selber nicht weiß. Ich habe noch eine ganze Menge hier Tankstellen. Also das ist jetzt zum Beispiel jetzt mal ein großes. Guck mal, das passt hier doch gleich schon mal perfekt rein. Perfekt, aber das will ich hier nicht haben. Wie geht so langsam hier der Platz an den Straßen aus? Wie breit ist denn das? 4. Wo ist denn das hier zu Ende? Das muss ich jetzt ganz kurz weiter nach außen setzen. So. Wenn das da ist.
Jetzt sehen wir hier eine Straße. Den Parkplatz nehmen wir hier auch erstmal weg. Den packen wir woanders hin. Wie breit ist der? Tick zu breit. Ja. Aber das passt doch wunderbar. Ich habe leider nicht den Mod installiert. Das also noch nicht gefunden. Wo ich die Sachen einfach kopieren kann. Von daher müssen wir es einfach nochmal suchen. Aber so schlimm ist das ja alles gar nicht. Vor allem, das passt auch eigentlich ganz schön, dass es hier in der Nähe der Autobahn ist. Vielleicht auch in der Nähe der Bahnlinie. Vielleicht werden wir tatsächlich hier nochmal einen Güterbahnhof hinbauen. Je nachdem, ob wir es denn brauchen. Wobei ich glaube, dass wir es eigentlich hier nicht brauchen, weil es ja als einzigartiges Gebäude gewertet wird. Also in Anführungszeichen einzigartig. Und von daher nicht wirklich als Commercial gilt. Und wir deswegen auch nicht unbedingt Güterverkehr hier dadurch produzieren werden. Wo haben wir das hier? So, wir haben die beiden Tescos platziert. Vielleicht soll ich erstmal die Straßen ausweiten, bevor ich hier irgendwas weiterbaue. Was haben wir hier noch für schöne Gebäude? Eine Koop. Oh, das ist klein. Nehmen wir mal das Aster, das ist wieder größer. Aster. Quasi, es sieht fast genauso aus wie die Tescos, aber davon bin ich mal einfach mal ausgegangen. Iceland ist auch wieder was sehr, sehr kleines. Toaster Ast ist sehr klein. Das ist ungefähr die Größe von dem. Ne, ist ein bisschen kleiner als Red Ross. Wie groß ist das? Das Aldi ist auch wieder ein sehr kleines Gebäude. Vielleicht sollte ich die einfach mal alle platzieren, tatsächlich. Wir können ja schließlich noch Kredite aufnehmen. Lidl. Machen wir den. Mal Aldi. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier alles an die Straße hier setzen. So, warte, habe ich jetzt zuletzt den Aldi platziert? Ja, ne? Jawohl. Als letztes kam der Aldi. Gehen wir weiter. Wieder so ein riesen Teil. So viel Platz habe ich ja gar nicht. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Macht da nichts. 80.000 haben wir noch als Kredit. So. Habe ich jetzt schon wieder das letztes platziert. Sainsbury's. Das heißt, wir haben noch das Great West. Wir haben noch das Toys R Us. Das Iceland. Das Aster steht da schon. Und das hier. Wenn ich mich jetzt nicht irre, müssten das hier 11 verschiedene Gebäude sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moment. Habe ich mich verzählt vorhin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? Irgendwas habe ich doppelt. Ah ja, ich hatte einen Pop-Energy-Mod. Deswegen stehen jetzt gerade die Bäume im Weg. So, was habe ich hier jetzt doppelt? Oder habe ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doch, richtig. Alles richtig, so. Wie machen wir denn hier jetzt weiter? 4.000 kostet mich das umzusiedeln und ich bin im Minus. Ich hab einen Plan. Wir schalten die erstmal alle aus, weil das kostet 320 und das ist nicht gerade wenig. So. Aus, aus, aus. 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 Die kostet mich jetzt nicht allzu viel, dass ich das jetzt wirklich mal ausmachen müsste. Von daher. So, jetzt müsste alles wieder gut sein. So. Wo machen wir denn hier jetzt weiter? Ich würde sagen, hier dran bauen wir jetzt den Aldi. Daneben kommt Koop. Das wollte ich nicht öffnen. Iceland, dann haben wir noch irgendwo zwei frei. Das heißt, wir haben jetzt zweimal ein frei. Machen wir es mal so. Und da platzieren wir einen Weg.
Ein Weg, der einfach auf die. Aber auf der Rückseite brauchen wir eindeutig noch mehr Parkplätze, ne? Wie weit gehen die denn rein? Dahinter ist. Jetzt muss ich das hier wieder finden. Moment, da haben wir es. Passt nicht ganz. Wir sollten es vielleicht nicht direkt hinterbauen, können wir dahinter noch einen Weg setzen. So. Aber das? Wo ist der Weg? Verklick mich jetzt teilweise immer. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Beziehungsweise das letzte Mal war es wirklich bei der letzten Aufnahme. Dass bei Cities Skylines drin war. Aber ich denke. Warte, da müssen ja. Hier muss jetzt eine Straße hin. Ansonsten macht das mit den Parkplätzen keinen Sinn. Wenn da jetzt auf der anderen Seite auch noch Wege sind, dann kommt ja quasi gar nicht drauf. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Rollen spielen. So. Das und das. Und ich habe auch wirklich die, jetzt mal die Concrete Box geholt. Das heißt. Ja. Alter Ugliness Array. Das ist jetzt eigentlich. Machen wir hier einfach mal 2x2. Sehr schön. Sieht doch schon gleich viel schöner aus, wenn diese nervigen Kanten da weg sind. Das müsste. Jawohl. So. Wohin erweitern wir das Ganze jetzt? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Eigentlich steht das Morrisons da gar nicht mal so schlecht, aber der Lidl nervt. So, gucken wir mal, dass wir den hier mittig platziert kriegen. Das kriege ich. Ist das überhaupt machbar? Jawohl, eins und eins auf jeder Seite. Müssen wir halt zum einen verschieben. So finde ich das schon mal gar nicht mal so schlecht. Wie machen wir hier rum jetzt weiter? Wir haben hier. Was haben wir hier noch für Parkplätze? Parking. Ja, das ist schön, dass hier. Parking Lot. Ich glaube. Wie breit war das? Wenn ich das dran stelle, ist das 3 tief. Heißt, wenn ich hier eine Straße baue, müsste das perfekt reinpassen. Jawohl. Dann würde ich doch mal sagen, dann bauen wir hier doch mal. Kleine Straße drum. Einfach nur voll mit Parkplätzen. So, genau diesem einen Parkplatz. Wenn ich den dann wieder finde. So, wo haben wir dich denn, Schnucki? Da haben wir dich. Das passt sogar perfekt rein. Wir sind so gut in diesem Spiel. Okay. Okay. Was machen wir? Jetzt machen wir da jetzt noch schönes Zwischen. Glaube. Wobei. Nimm mal diese Parkplätze hier mal weg. Vielleicht finde ich ja einen besseren Parkplatz, den wir haben. Also was könnte man natürlich auch nehmen. Ein kleines. So ein großes brauchen wir jetzt nicht. Das ist übrigens einer der bestbewertesten Parkplätze, die ich gefunden habe. Ist jetzt für den speziellen Bereich etwas zu groß. Ich weiß noch nicht, warum ich ihn jetzt gerade weggemacht habe. Was ist der besser? Nein. Verdammt, da fehlt jetzt noch einer. Der passt auch nicht so gut. Wir haben ja doch noch irgendwo unseren länglichen. Der geht allerdings in die Tiefe. Das habe ich, glaube ich, noch so in Erinnerung gehabt. Der ist länglich, allerdings zu breit. Der ist länglich. Der passt da perfekt hin. Passt da perfekt hin. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen.
hier nochmal einen Weg hin. Machen das Ganze mit Concrete zu. Dann werden wir hier einfach Büsche hinstellen. Und davon habe ich eine ganze Menge. Aber nichts geht hier ohne meinen Lieblingsbusch. Der hier. Da einen dahin. Und stellen wir hier vorne welche hin. Auf der anderen Seite benutzen wir meinen. Wobei benutzen wir einfach denselben Busch. Wieder zweimal. Mit der denn lang? So durch den Busch, den ich gerade platziert habe. Reicht halt so. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Wie machen wir denn hier jetzt weiter? Was haben wir denn noch? Wir haben noch Asta. Wir haben noch Sainsbury's. Sainsbury's ist genauso groß wie der. Ist Asta genauso groß? Asta ist größer. So, wir haben hier auch noch Platz. Können wir aber erstmal ein bisschen erweitern. Ich weiß nicht, warum ich das alles auf diese Straßenseite setze. Doch, ich denke, das lassen wir mal bei der einen Straßenseite. Ziehen wir hier nochmal 21 weiter. Auch wenn ich eigentlich 20 wollte, aber tut jetzt nicht zur Sache. So. Den Park schieben wir einfach mal dahin. Den Parking Lot schieben wir da hin. So. Asta war jetzt das Größte, was wir hier noch haben. Dann kommt der jetzt einfach mal dahin. Bekommt auf der Rückseite nochmal Parkplätze. Wenn ich die Straßen richtig platziere. So. Welchen Parkplatz könnt ihr euch vielleicht schon denken bei den 3x3 Fels? Den hier. Ups, mein Feld zu groß. Sieben. So, jetzt ist es 3x3. Eins, zwei. Verdammt. Plan B. Wir suchen einen anderen Parkplatz. Wo ist unser länglicher Retter? Da. Da müssen wir die Straße ein bisschen anders legen. Das heißt aber, dass wir hier neben durchaus Platz noch für was anderes haben. Während ich jetzt... So. Haben wir die Straße getroffen, stellen den Parkplatz dahin. Das heißt, wir haben jetzt hier Platz. Die Straße mal vorbei. Brauchen wir da eine Straße? Brauchen wir da eine Straße? Ich sag euch, das ist alles gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich könnte auch. Nein. Der ist größer. Der passt hier sogar perfekt rein. Wenn ich mal die Straße war, das sind platziert. Wie groß ist denn der? Wie breit? 4 breit. Das heißt, dann müsste ich die Straße kurz erweitern. Dahin bauen. Mit dem Anarchy-Mod geht das, aber sind die Kreuzungen hier sehr nah beieinander. Möchte ich nicht. So, was haben wir denn sonst noch? Das Ding ist groß. That's what she said. Setzen wir aber nur die Straße dahin. Das Ding ist wirklich riesig. Egal, manchmal muss man auch. Es ist ein zu groß. Ah, ja. Das ist wieder ein zu klein. Den kennen wir ja. Das ist jetzt ein. Vierer. Einer. Den wollen wir nicht. Die Wahl nach dem richtigen. Suche nach dem richtigen Parkplatz. Die ist schwer. Der passt.
Der Pass und den mag ich. Wenn wir das hier jetzt wieder zumachen, haben wir wieder. Vielleicht sollte ich das Ganze hier erstmal ebnen. Also die wieder weg. Warum ist das hier so uneben? Egal. Was bietet uns denn Cities mittlerweile? Wo haben wir den Mod denn? Zimmer. Da. Die Höhe will ich haben. Weil die Höhe will ich haben. Weil die. So. Das ist immer noch uneben. Ich würde mal sagen, ich mache mal ganz kurz das hier raus, damit wir hier mehr Platz haben. Also damit wir nicht ein Gebäude haben, was uns im Weg steht. Nehmen wir uns die Höhe jetzt und jetzt machen wir das Ganze hier einheitlich. Halbwegs. So gut ist uns das Spiel noch erlaubt. Gut, das ist hier natürlich ein bisschen steiler, aber ich finde, jetzt könnte man das doch durchaus besser platzieren. Immer noch. Dafür brauchen wir doch irgendwas anderes müssen wir da noch hinsetzen. Ich würde sagen, wir platzieren einfach ein anderes Gebäude. Nehmen wir einfach mal den Lidl. Denn Lidl lohnt sich. Wir wollen an dieser Position. So. Jetzt haben wir hinter Lidl ein bisschen mehr Platz für Parkplätze, aber ich finde, vielleicht, dass wir da hinten ein paar Probleme haben, was die Höhe angeht, werden wir das hierbei belassen bei diesem hier. Vielleicht nur mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch. Ich gebe noch nicht auf, meine Damen und Herren. Ich gebe noch nicht auf. Werden hier den richtigen Parkplatz finden. Weil ich jetzt hier wieder zu dem langen hier tendiere. Nein. Die Straße können wir da nicht mehr platzieren. Die Straße platzieren wir hier. Wenn der mich dann lässt. So. Es wird jetzt eine sehr eckige Straße hier werden, weil ganz ehrlich, das Terrain macht mich jetzt hier gerade zu schaffen. Genauso wie der Lidl, den wir hier nochmal ganz kurz wegschieben müssen und leider geht uns jetzt langsam das Geld aus. Ich glaube, wenn ich Lidl genau so passt er dahin. Jetzt haben wir aber allerdings kein Geld mehr, um die Gebäude zu verschieben, was ärgerlich ist. Das heißt, ich muss gleich erstmal wieder ein bisschen vorspulen lassen, damit wir so brauchen wir nochmal. Wir machen es schon mal schneller. Alkalin ist es weg. Wir haben eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnungen, die ich möglicherweise. Ich habe angefangen. Hier sieht man ja nur mal eine Straße, die habe ich noch nicht wieder rübergeführt, weil ich da noch da kein Geld hatte. Und hier haben wir schon mal eine Straße. Hier würde ich vermutlich die nächste Wohngegend bauen. Wenn ihr eine Idee habt, einfach mal in die Kommentare. Vielleicht werde ich hier was Schwedisches bauen. Mal gucken. Und weiß nicht, vielleicht irgendwann hier unten irgendwas mit einem südfranzösischen Thema habe ich auch schon gesehen. So, aber jedenfalls, das ist jetzt hier nicht unsere Aufgabe für diese Folge. Da geben wir ein bisschen mehr Geld. Von der Ebene als von der Ebene her. So, so. Ne? Sagen. Sainsbury's kommt dahin. Der ist genauso groß. Den platziere ich den daneben. Den platziere ich daneben. Und dann kriegen wir gleich nochmal eine schöne neue Connection rein.
Da wollte ich jetzt gar nicht rein. In die britische Nachbarschaft. So, der Toys R Us. Der geht noch mal. Daneben will ich den nicht platzieren. Platziere ich den dahin. Oben fehlen noch ein paar Parkplätze auf jeden Fall. Weißt du was? Stellen wir dahin. So. Damit können wir einen Teil dieser Straße auch gleich schon mal wieder löschen. Machen wir jetzt mal noch. Bauen wir hier auf die Rückseite die Parkplätze. Ja doch, auf der Rückseite hier setze ich doch ein paar größere Parkplätze. Wo haben wir denn unseren Favoriten? Unseren Users-Favoriten, kann man sagen. Das ist der hier. Der ist 1, 2, 1, 2, 3, 5 breit. Wobei, wenn man ihn daran setzt, ist er 5 breit. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie tief er ist. Warum packe ich den weg? 4 müssten theoretisch 8 sein. Papier ist richtig. Ich glaube. Nein, da war tatsächlich ein zu weit. War das hier? Genau. So. Jetzt richtige getroffen. Hier haben wir unsere 90 Grad. Habe ich außerdem den Busch weggemacht. Geht gar nicht eigentlich. Parkplatz, Parkplatz, Parkplatz. Straße erweitern. Parkplatz. Passt perfekt. Wir sind richtig gut in dem Spiel. Richtig gut. Straße. Weg. So. So, so. Wie richtet der sich aus, wenn ich den dahin drehe. Genauso. Das heißt also, wenn ich hier weitergehe, haben wir hier einen Platz dazwischen. Das macht aber nichts, dafür haben wir ja was. Nämlich unseren kleinen Freund hier. Den da und da. Ich glaube ich noch einen Einser irgendwo. Da einen bereit war, meine ich. Habe ich gesehen. Oder ich war einfach blind. Also ich habe es mal eingebildet. Ich war nicht blind. Dann. Der ist 3 breit. Wir haben hier noch 5. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Dann machen wir das doch mal ein bisschen anders. So, wir haben da jetzt 6. Nein, 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 nein. Da haben wir nochmal 9. Haben wir jetzt da nochmal einen Vierer. Der ist 4 tief, 2 breit. Für 5 passt es nicht. Schade. Warum ist das Gebäude 5 breit? Das ist jetzt gerade suboptimal. So, was haben wir hier noch für Parkplätze? 3x3 haben wir noch. Ist auch nochmal ein Einser. Auch wieder 3 breit. Tja. Der ist 4x4, der ist rechteckig. Das trifft sich. Das trifft sich, dass der rechteckig ist. Weil dadurch. Moment, wo haben wir den? Haben wir den? Kann ich den anderen einfach nicht hier platzieren. So. Nächstes Mal denke ich vielleicht daran, noch die Steam-Freunde auszumachen. Dann stellen wir hier wieder unseren Busch rein. Gucken, was haben wir sonst noch so? Nehmen wir mal das hier. Dann noch den Busch dazu. Noch ein bisschen was für die Farbe. So. Siehst du, sehr schön. So. Ich glaube, hier hinten werde ich einfach nochmal.
Wie teuer sind die denn? 7.500 kostet mich das. 9.000 kostet mich das. Der passt auf. Passt der da zweimal rein? Da und da? Nicht ganz. Das ist ein bisschen zu groß. Okay, der ist jetzt natürlich. Schade. Das ist ja ein bisschen zu groß, wenn man den so setzt. Der ist ja hier perfekt 4. Kann ich den da hinsetzen? Nochmal. Warte, was geht der hier? Wird auch wieder ein freilassen. Aber was hier definitiv noch fehlt, ist auf jeden Fall erstmal eine Tankstelle. Bauen wir mal und jetzt haben wir kein Geld mehr. Sehr gut. Jetzt hören wir erstmal auf. Esso, ja. Ich glaube, Esso passt durchaus nach England. Selbst tanken. Vielleicht nehmen wir Esso doch nicht, sondern nehmen Shell. Shell habe ich auch, das weiß ich. Nur die Frage, wo? Da. Direkt daneben, richtig? Genau. Perfect Wash, perfekt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Haben wir das, zumindest dieses kleine Problem, nochmal gelöst? So, gucken wir mal. Das ist immer noch zu groß, wenn ich das jetzt dahin bauen würde. Vielleicht, dass wir den Parkplatz zusammen, allerdings passt das perfekt. Der ist, mal kurz gucken. Ein bisschen vorspulen, damit wir wieder ein bisschen Geld kriegen. Vier breit. Vier breit, da haben wir sicherlich noch was anderes. Also da haben wir garantiert noch was anderes. Nämlich zum Beispiel den hier. Oder den hier. Da ist. Muss jetzt. Ja, okay. Eigentlich ist das ein Unding, dass ich hier die ganzen Büsche wegmache. Da ist halt Prop Anarchy. Jetzt allerdings seit irgendeinem Update, glaube ich, immer an ist. Das heißt, ich muss eigentlich die Büsche vorher entfernen. So. Jetzt stehen sie da schon mal nicht mehr drauf. Hier steht auch nichts drauf. Hier habe ich selbst platziert. Das heißt, ich muss jetzt hier einfach nochmal mühsam, während wir ganz langsam Geld machen, die ganzen Büsche entfernen. Es ist nebelig. Fies. Das ist fies, wenn es nebelig ist. So. Riesiger Parkplatz. Kleiner Parkplatz. Büsche ragen rein. Einragende Büsche sind weg. Sehr gut, ne? Der wollte schon mal nicht so parken. Heißt also, ich werde mir gleich nochmal die Elevation hier nehmen. Und das Ganze anpassen, wenn ich den finde. Sagen wir. Machen das doch einfach gleich mal direkt bis zur Autobahn. Weil ich nicht weiß, wie weit ich hier mit der Straße gehe. So weit. Werde ich wahrscheinlich gehen. Und zwar, so. Jetzt kommt hier nochmal unser Parkplatz hin. Ja, schon mal ein bisschen besser. Immer 4. Wollte eigentlich noch ein 4x3. Brauche ich noch zwei 4x3 Parkplätze. Mal sehen, habe ich da was? Habe ich da was? Jawohl. Können wir noch denen packen? Perfecto el mundo. Jetzt regnet es. Im Regen ist eigentlich nicht so ein schönes Ende, finde ich. Aber jedenfalls,
Können wir nochmal ganz kurz die Straße hier reinziehen. Schöne Kurve. Wenn ich das so mache, passt das besser? Nein. So, in dieser Kurve, denke ich, können wir das machen. Das Ganze werde ich jetzt noch ein bisschen aushübschen. Würde ich jetzt einfach mal nennen. Ich werde das Ganze noch ein bisschen verschönern, ein bisschen grüner machen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Willkommen zurück. Ja, ich habe jetzt hier einfach nur mal ein paar Bäume platziert. Und ihr seht, dass das ein bisschen. Und da ich hier noch eine Häuserlücke hier einfach mal weg angesetzt, so dass man hier zumindest ein bisschen das Ganze hier so im Hintergrund versteckt ist. Ich habe noch Abwasserleitungen gelegt für das ganze Gebiet. Aktiviert habe ich es noch nicht. Aber aktivieren werden wir es erst nach am Ende der nächsten Folge, falls ich dran denke, weil wir erstmal das Wohngebiet platzieren müssen, um wieder in Plus zu kommen, damit wir uns auch erlauben können, das Ganze hier laufen zu lassen. Das hier werde ich gleich noch löschen. Und dann bedanke ich mich doch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen, falls ihr selber sowas vorhabt. Lasst doch ein Like da, wenn es euch wirklich gefallen hat. Feedback, Verbesserungsvorschläge nehme ich auch. Ob ich ein spezielles Thema für die nächste Wunde haben soll, ja. Alle möglichen Anregungen in die Kommentare. Dann hoffe ich doch, dass ich euch auch beim nächsten Mal wiedersehe. Wenn's Spring City ein neues Wohngebiet bekommt. Es sei denn, ist irgendwas noch anderes sehr wichtig zu machen, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich gerade das Wichtigste. Pankratien? Nein. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.